Eine Mühlauer Brücke gibt es in Bielefeld nicht, aber in Innsbruck. Seit 10 Jahren ist die Straßenbahn zurück aus Österreich, fuhr aber immer weiter im alpenländischen Design. Jetzt ist der Lack ab. Da die Bahn sowieso gerade durch eine Art TÜV-Abnahme muss, wird sie in einem Zug umgestaltet, optisch und technisch. Der Stadtwerke-Mitarbeiter Volker Werner kümmert sich darum mit großer Begeisterung. Also ich bin jetzt seit 1990 hier. Ich habe die gerade noch so kennengelernt, als sie aus dem Verkehr genommen wurden, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da ich mich privat auch mit Oldtimern beschäftige, ich fahre selber einen VW Käfer und einen VW-Bus, ist so ein bisschen das Interesse da für das Alte und das Erhalten für sowas. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass auch wir als Verkehrsbetrieb ein so ein Fahrzeug am Laufen haben. 1962 haben die Stadtwerke Bielefeld die Straßenbahn angeschafft. 30 solcher Fahrzeuge fuhren damals auf den Gleisen. Die Bahn mit der Nummer 814 wurde später verkauft. Seit 1981 rollte sie durch Innsbruck, eine Art deutsch-österreichischer Entwicklungshilfe. Für die Fußball-EM 2008 wurde sie frisch lackiert und direkt danach endgültig ausgemustert. Die Bielefelder holten sie heim für wenige 1.000 Euro als Oldtimerbahn für Sonderfahrten. Was dabei etwas störte, war der Look. Man hat halt jetzt die Möglichkeit, wieder, ich sag mal, ein bisschen Geschichte des Unternehmens zurückzuholen. Und das ist halt auch so ein bisschen der Hintergrund, dass man eben auch wieder dieses Fahrzeug wieder so herrichten möchte, wie es halt in 1962 hier gefahren ist. Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Volker Werners eigentlicher Job ist es, moderne Straßenbahnen zu reparieren. Um den Oldie kümmert er sich, wenn dafür gerade Zeit ist. Zu Bruch gehen sollte nichts. Also das ist jetzt der Heckscheinwerfer. Das ist noch ein Originalteil. Wenn das mal kaputt gehen sollte oder wir haben einen Verkehrsunfall, dann haben wir ein Problem. Weil an diese Ersatzteile kommt man nicht mehr so ohne weiteres dran. Dann sind wir wirklich auf die Hilfe anderer Verkehrsbetriebe angewiesen, vielleicht sogar Ausland. Ein bisschen neidisch auf andere deutsche Städte wie Köln oder Dresden sind Volker Werner und sein Chef Ralf Schönenberg. Dort gibt es Dutzende von einsatzbereiten Oldtimerbahnen. Aus Imagegründen will auch Bielefeld wenigstens einen originalgetreuen Oldie haben. Schließlich sind die Stadtwerke im Umkreis von 100 Kilometern die einzigen Besitzer von Straßenbahnen. Das Modellbaujahr 1962 ist übrigens gar nicht so einfach zu fahren. Bei diesen Fahrzeugen muss man auch die Füße mit dazu nehmen. Wo bei den neuen Fahrzeugen der Fahrer einfach nur ins Fahren und Bremsen geht mit dem Fahrhebel, muss man hier aufpassen, dass man nicht ins Gleiten kommt oder dass die Räder durchdrehen. Das kann alles passieren. Freuen Sie sich schon auf die Jungfernfahrt? Ich freue mich schon auf die erste Fahrt im neuen Look, ja. Denn der 49-Jährige ist nicht nur Elektroniker, er hat auch einen Führerschein für die Museumsstraßenbahn. Die Zeitreise in die Vergangenheit soll im Mai beginnen.